Clubhouse hat auch in Deutschland einen Hype. Einfach Punkt Stiftung Warentest hat die App in puncto Datenschutz untersucht mit einem deutlichen Urteil. Punkt der Hypoen die audiobasierte Clubhouse ist auch in Deutschland angebrochen. Clubhouse ist die derzeit am meisten heruntergeladene App. Punkt die Stiftung Warentest bemängelt den Umgang der Hersteller mit dem Dick in der Kassel schon Ende des Jahres 2020 sorgt ein Denosa die audiobasierte Clubhouse für. Schnell tummelten sich zahlreiche Stars, wie Oprah Winfrey, Schauspieler Rush Don Kutcher oder Russe Patrick in den verschiedenen Chaträumen der Rap. Auch in Deutschland ist der Hype angekommen. Punkt hierzulande nutzen Prominente wie Thomas Gottschalk, Joachim Jokjo Winterscheid oder Influencerin Karoda den neuen Sozialmediadienst des Herstellers Self-Exploration. Die Stiftung Warentest hat sich ausgiebig mit dem Datenschutzrichtlinie in der Rap befasst und Kritik. Denn Clubhouse sammelt eine Vielzahl von personenbezogenen Daten seiner Nutzer. Punkt einige davon seien laut Stiftung Warentest unnötig und sozusagen der Eintrittspreis in die exklusive Community. Vorfreude mit dabei zu sein, vergessen viele Nutzer. Vorsicht im Umgang mit den eigenen Daten walten. Dies birgt vor allem deshalb Gefahren, da die Datenschutzgesetze in den USA deutlich milder sind als in Clubhouse in Deutschland. Stiftung Warentest prüft die API in puncto Datenschutz der Hersteller Alf-Exploration. Mit Sitz in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah, setzt ins Aachen Marketing auf FOMO Fear of Missing Out, also die Angst der Nutzer, etwas zu. Nur mit einer Einladung kann man der Clubhouse-Gemeinschaft beitreten. Punkt noch dazu ist der Social-Media-Dienst bisher nur mitgeritten von Apple nutzt. Die Folge, ein echter Hype. Punkt die bisweilen sehr raren Einladungen für die App wurden bereits sogar auf Online-Plattformen wie eBay für viel Geld an. Aussage über die App Clubhouse und Teil der gut 2000 befragten Personen in Deutschland nie von Clubhouse gehört. Nutzung nicht vorstellbar. 54,4% nie von Clubhouse gehört. Nutzung aber vorstellbar. Punkt 21,1% schon von Clubhouse gehört. Nutzung nicht vorstellbar. 17,3% Punkt schon von Clubhouse gehört. Nutzung vorstellbar. Punkt 6,4% Punkt Nutzer von Clubhouse. 0,6% Punkt Quelle und Datenschutz bei Clubhouse. Stiftung Warentest findet Verstöße gegen europäisches Recht mit den personenbezogenen Daten, die durch die Nutzung der App auf dem Clubhouse-Server landen, erhält der Hersteller unter anderem Auskunft über das Handymodell und den Mobilfunkanbieter. Auch Daten zur Auswahl der jeweiligen Chaträume sowie Dauer und Zeitpunkt der Nutzung von Clubhouse werden erfasst. Hinzu kommt, dass die Betreiber der App sämtliche Gespräche mitschneidet und zumindest für eine gewisse Zeit speichert. Laut Alf-Exploration, um die Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu gewährleisten. Punkt. Darüber hinaus benötigt die App Zugriff auf das Adress bei Datenschützern schrillen da die Alarmglocken. Experten warnen vor der Nutzung. Punkt. Auch die Stiftung Warentest hat bei der Untersuchung der App mehrere Verstöße gegen europäisches Recht und genauer gegen die Datenschutzgrundverordnung JuF. Der Verbraucherzentralbundesverband VZBV hat die Betreiber von Clubhouse aufgrund dessen bereits Clubhouse-Daten hungrig. Stiftung Warentest bemängelt die App. In dem Bericht von Stiftung Warentest heißt es, Clubhouse sei da. Außerdem wird die Zuhörer in verschiedenen Punkten nicht beachtet. Punkt. So hat der Hersteller Alf-Exploration Co. seine Datenschutzerklärung lediglich in englischer Sprache veröffentlicht. Punkt. Darin seien die Tester einer Informationsbarriere für Deutschsprache genutzt. Außerdem sei seitens des Betreibers keinen Datenschutzbeauftragter ausgewiesen. Punkt. Auch ein Impressum ist auf der Webseite des Anbieters darab nicht zu finden. Auch werden Nutzer von Clubhouse nicht ausreichend über ihre Rechte aufgeklärt. Punkt. Hinzu kommen unvollständige Informationen über den Zweck und die Speicherdauer der App. Aus dem Testbericht von Stiftung Warentest geht ebenfalls hervor, dass die Verwendung der Nutzerdaten zu weit Stiftung Warentest. Wer erhält Einblick in die Daten von Clubhouse? Unklar war zunächst, ob Clubhouse auch die Standortdaten seiner Nutzer erfasst. Laut Stiftung Warentest ist dies allerdings nicht Fall. Dennoch werden die Daten während des Gebrauchs der App erhoben und die Tester fanden heraus, dass iPhones während des Gebrauchs von Clubhouse häufig erden Standort des Gerätes an Apple über. Ohnehin ist Clubhouse bisher lediglich auf Geräten mit dem Apple-Betriebssystem iOS nutzbar. Daher landet eine Vielzahl der erhobenen personenbezogenen Daten auch auf den Servern von Apple im US-Bundesstaat Kalifornien. Doch wie Stiftung Warentest erklärt, erhalten auch zwei weitere Firmen aus den USA Daten von Alf-Exploration zum einen Data-Theorem, eine Firma für Read-Sicherheit. Zum anderen mit Amplitude eine Firma, die sich auf Datenanalyse spezialisiert hatte und die Daten für Werbezwecke auswertet. Für die Stiftung Warentest verstößt die App Clubhouse damit gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung. Trotz der hohen Nachfrage ist für die Tester damit klar. Wenn Clubhouse sich langfristig in Europa als neues soziales Netzwerk behaupten will,
muss es in puncto Datenschutz nachbessern, lautet das Urteil. Janik Wenig, na.de ist Teil des bundesweit Nippen Digitalnetzwerks. Rubriklistenbild, Copyright-Symbol, Mark Schiefelbein, Deutsche Presseagentur.